Sitzen an den sogenannten solidarischen Lockdown. Berlin-Uwe-Jahn. Konkret tritt Katja Kipping für einen besseren Infektionsschutz am Arbeitsplatz ein. Unternehmen müssten dazu verpflichtet und auch kontrolliert werden. Auch Leichenteile gelockert und dabei trocken. Derzeit liegen uns keine Verkehrsmeldungen vor. Die Straße im Klopsergel der 34. Warte, zwischen Dinkelsbühl-Fichten und am Hohe Rotzkopf sei ruhig. Meisterschaft, dass der Mangel an Pflegekräften. Herr Gnabry, Friedrich jetzt. Der erfolgreichste Pilot der Weltcup-Geschichte. Letzten der spanischen Hauptstadt ein guter. Es geht zudem für einen Abgeordneten des Parlaments im Bundesstaat West Virginia. Aber für eine Macht der Kurzarbeitergeld für Geringverdiener. Die Behörden versuchen 90% Kontrollen Menschen. Schreiber des Ver 71 so stark am Nachmittag. Überall ruhiges, kühles, winterliches Hochdruckwetter. Temperaturen dazu in Edertal 1 Grad. Bis zu 60 Zentimeter Schneegefahrmengen, auf die die Stadt nicht eingestellt ist. Hallöchen. Mit gerissen Worten war. AR3. Jaya Air, bei der Aufsicht. Dass sie wieder zugänglich sind. Weinstraße, auch morgen ähnlich hoch. Die größte Million Einheiten des Militärs im Einsatz. Sie helfen die confiance. Nous allons encore une fois vous le prouver aujourd'hui avec un beau programme amoureux du 7e art. Oui, une remarque, monsieur Blier. Le sang-froid, la dignité. Ouais. Là, dans la pétaudière qui frappe le pays, tu donnes à tous une drôle de leçon. Oh, c'est gentil, merci pour le compliment. Ja.
Dans le pays qui se dit le phare de la liberté et de la démocratie. Des scènes qui laissent le reste du monde abasourdi. D'autant plus que les politiciens américains accrocs aux révolutions de couleur dans d'autres pays sont sortis. Loin 2019 à Hong Kong en Mentalität, aber trotzdem drüber lachen können und sich erstmal über, vor allem über sich lachen können, das ist eine gute Kombination. Aber das ist interessant, dass Sie das sagen, das gibt es schon noch und das kann man eigentlich nicht mehr hören, weil das ist so etwas, was mir aus Deutschland relativ fremd ist, muss ich jetzt mal sagen. Das ist hier auch diese Distinktion, also es gibt diese Distinktion gibt es nicht. Nee, also nicht jedenfalls verbalisiert, wie das dann der Gesellschaft aussieht, weiß ich nicht, aber die gibt es auf jeden Fall. Also bevor das mit der Kunst gut lief, habe ich auch noch mal so ein Teaching-Training gemacht. Und gerade in diesem Lehrbereich ist mir das noch mal wahnsinnig aufgefallen. Also wenn Lehrende, wie die selbst dann festhalten und wie die auch die Schüler da wieder auch in diesen Termini gedacht wird, ist noch sehr lebendig. Mhm. Da, wo Sie leben, im Osten Londons, da sah es ja wahrscheinlich vor 20 Jahren auch noch anders aus als heute, ne? Auf jeden Fall. Also ehemalig war es ja schon eben auch ein Working-Class-Bezirk. Das war, glaube ich, noch vor in 20 Jahren. Da sind dann eben ganz viele Künstler hingezogen. Da gab es wahnsinnig viele WG-runtergeranzte Häuser, die aber billig waren, in denen man machen konnte, was man wollte. Und ja, in England ist es ja immer der gleiche Lauf. Erst kommen die Künstler und dann kommen die Estate Agents. Mhm. Ja, so ist es in Hackney inzwischen auch. Ne? Ja, das Schöne ist, es gibt noch Social Housing, sozialen Wohnungsbau, der halt auch immer gemischt bleiben wird. Und es gibt natürlich auch noch ältere Leute, die da schon lange gelebt haben und denen diese kleinen Häuser dann auch selbst gehören. Dadurch wird es immer eine gewisse Durchmischung geben. Also es ist jetzt nicht ein Komplettaustausch, zum Glück.
Mir ist bei der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal der Slogan Labour isn't working begegnet. Mit diesem Slogan hat ja Charles Saatchi mit seiner Werbeagentur auch zum Wahlsieg von Margaret Thatcher beigetragen 1979. Der Mann, der die, und dann sind wir wieder bei Ihrem Thema, die Young British Artists zu einem Label gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, als ich diesen Young British Artist begegnet bin, das erste Mal. Die alle hatten miteinander zu tun. Hattest du da stehen? Und dann trockene Brot. Tante Käthe holt das Saxophon raus. Britische Bomber, 783 Tonnen. Brauchen und in Zukunft. Oh, my heart don't break in heaven. Was Stalker-mäßiges hat, wenn man. Tom's Knife, Lobby, die Musik-News der Woche. Und da kommt er schon angeflogen. Bernd Lechler, zusammengekommen. Eins gehört, gehört. SWR. Das Projekt. Gewirkt. Studie von Eck. Was also Hühne schwer atmet. Er ist, stellt sich bald heraus, lungenkrank und auch wieder seine Strecke dreht, will er zum Schluss noch etwas loswerden. Ich wollte noch Danke sagen an alle Spender, meine Freunde, Familie und Erwachsene, die geholfen haben, das Projekt. Nun war eine weitere frühe Komposition von erfahren, aber großer Hit hat sich damit nicht ergeben. Ein Schicksal, das auch seine folgenden Platten erwartete. Wieder erwarten stagnierten Anfang der 70er Jahre die Umsätze, so dass er sich mit Tingeln über Wasser halten musste.